Aloha und Namaste, ihr Lieben. Ja, herzlich willkommen zu diesem Energie-Update im Juli 2021. Und ja, ich habe bereits ein Video gemacht zur Energie- und Zeitqualität im Juli und wollte jetzt gerne nochmal ein Update machen, weil ich einfach das Bedürfnis hatte. Wir gehen jetzt auf den Vollmond, die Vollmondin im Wassermann zu. Und wir gehen vom Krebs-Sonnezeichen, also von Krebs in der Sonne, zum Löwen, zu dem ultimativen Sonnenzeichen. Und ich glaube, das ist schon ein Video wert, vor allem, weil wir im Moment mit so heftigen Energien zu tun haben. Wenn du mein letztes Video geschaut hast, dann hast du gesehen, dass es bei diesem Video vor allem darum ging, Schutz aufzubauen, uns zu schützen, obwohl ich normalerweise überhaupt kein Mensch bin, der ständig das Gefühl hat, sich zu schützen, obwohl ich gleichzeitig jemand bin, für den es eigentlich wichtig wäre, weil ich sehr durchlässig bin, sehr sensitiv bin, im Human Design ein mentaler Projektor, ja, das heißt also, alle Zentren, alle Energiezentren sind offen wahrnehmend, außer zwei Stück. Das heißt, bei mir kommt sehr viel rein und das Thema Schutz ist natürlich schon ein großes. Und jeder sensitive, jeder sensible Mensch weiß, dass das schon ein Thema ist. Dennoch habe ich oft nicht das Gefühl, das tun zu müssen, weil es einen Glaubenssatz voranschickt oder ein Denken voranschickt. Ich muss mich schützen, das heißt auch, ich bin nicht geschützt. Ja? Und ich gleichzeitig immer auch das Gefühl habe und in den Momenten, wo ich vollkommen, wo ich Erweckungserlebnisse hatte, wo ich Erleuchtungserlebnisse hatte, immer das Gefühl hatte, ich bin vollkommen geschützt. Alles ist gut, so wie es ist. Okay, also, warum dieses Energie-Update? Wir haben im Juli eigentlich, das habe ich gerade erläutert, über das Thema Schutz gesprochen, ja, weil einfach so, so viel im Feld ist, so viele Emotionen da waren und auch noch teilweise da sind. Ja. Wir sind mit dem Krebszeichen verbunden gewesen und viele Menschen kamen in dieses Thema rein. Erschöpfung, ja, krank sein, Erschöpfung. Konfrontiert werden mit ganz vielen Dingen im Außen. Du sollst dies und jenes machen, du sollst dies und jenes nicht machen, du hast so und so zu denken, du hast so und so zu handeln. Das I-Thema, das Maskenthema, ganz, ganz viele Dinge kamen da auf uns zu und Ängste in verschiedenen Themen wurden natürlich auch lebendig. Ne? Das nährende Prinzip, Krebs, ja, das mütterliche, das Yin-Prinzip, das weibliche, das aufnehmende, das ist das Prinzip, in dem wir drin sind und über das ich auch im letzten Video gesprochen habe, ja, was natürlich auch eine gewisse Art von Schutz braucht. Und wir gehen jetzt über diesen über dieses Yin-Prinzip, über dieses weibliche Prinzip kommen wir in das Prinzip des Löwen hinein, in den Archetyp Löwe. Ja? Das Goldene, das Lichtvolle, das königliche Prinzip. Ja? Die Königin, der König. Selbstermächtigung, also von dieser Emotion, von diesem Sensitiven, von diesem Fühlenden, von diesem wahrnehmenden Krebsprinzip in das Yang-Prinzip, in das Löwe-Prinzip, in das Selbstermächtigungsprinzip, in das
Umsetzungsprinzip, in das aktive Prinzip hinein. Und wir alle haben erlebt, auch uns machtlos zu fühlen in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, im letzten Jahr. Wir haben uns machtlos gefühlt und wir gehen jetzt wieder in diese Macht hinein, in diese Selbstermächtigung. Und jedes Prinzip, jeder Archetyp kann im ausgeglichenen Prinzip gelebt werden und kann auch im Opfermodus oder im Modus gelebt werden, der für das Große und Ganze nicht dienlich ist. Und so kennen wir das Yin-Prinzip, das weibliche, das Sensitive, das sich als Opfer fühlen kann und aus diesem Opferverhalten heraus vielleicht auch Dinge tut, die nicht schön sind, die nicht dienlich sind, die uns in Abhängigkeiten verstricken, aus einer Emotion, aus einer Angst heraus etwas zu tun, ne? Ich habe jetzt aber so viel Angst, jetzt gehe ich mehr in das I-Thema hinein. Ja? Ich möchte jetzt aber in Urlaub fahren, deswegen mache ich jetzt Dinge, die ich eigentlich gar nicht will. Und jetzt kommen wir aber in die Selbstermächtigung. Jetzt kommen wir in das Yang-Prinzip, jetzt kommen wir in das Prinzip, wo wir wieder über unseren eigenen Daseinszweck nachdenken, über das auch ich will, ich mache, ich tue, ich lebe mein Leben, ich habe meine Macht in mir und ich lebe diese Macht. Ja? Das königliche Prinzip, da kommen wir jetzt hinein und wir gehen über den Wassermann. Und der Wassermann steht für Freiheit, er steht für Innovation, er steht auch für das Rebellische. Der Rebell, der Freiheitskämpfer, die Freiheitskämpferin, ja? Das Wassermann-Zeitalter. Und wir sind auch, wir haben Emotionen erlebt im Krebsprinzip und dadurch haben wir auch Visionen gehabt, ja? Die aber noch nicht in die Umsetzung gekommen sind. Ja? Das innere Kind zu leben und es tatsächlich auch umzusetzen, dahin kommen wir jetzt. Und ich wünsche uns allen, dass wir in diese Energie gut reinkommen und da gut wirklich uns niederlassen, uns nicht von der Angst leiten lassen, uns nicht aufhalten lassen, sondern dass wir wirklich gut in diese Energie hineingehen, für das, was uns ausmacht, gehen, uns nicht mehr einschüchtern lassen und da bin ich mir sicher, dass wir da hinkommen werden, auch wenn ich glaube, dass es noch, es gibt ja diese zwei Welten, die im Moment miteinander kämpfen, ja, das Lichte, das Dunkle und ganz viel dazwischen, ja. Und die eine Welt, das eine Prinzip geht unter und das andere Prinzip hat sich noch nicht vollständig aufgebaut. Es beginnt damit, ja. Und diese zwei Themen arbeiten gegeneinander und das sind eben auch Energien, mit denen wir umgehen tagtäglich, ja, die uns beeinflussen, die in uns arbeiten. Und das macht was mit uns, das macht ganz viel mit uns, das ist anstrengend, ja. Es ist unglaublich anstrengend und deshalb glaube ich tatsächlich, dass es wichtig ist, dass wir uns nach wie vor schützen, ja. Und dass wir nach wie vor Kontakt aufnehmen mit den Wesenheiten, mit den Ressourcen, die uns schützen, die uns Kraft geben. Sind es unsere Ahnen, sind es unsere Krafttiere, sind es stützende Faktoren, die uns Kraft geben, die uns, ist es Ernährung zum Beispiel auch, ja, föhnen wir uns irgendeinen Scheiß rein oder
ernähren wir uns wirklich mit kraftvollen Dingen, die uns Power geben, die uns Kraft geben, die uns unsere Zellen nähren. Ne? Was schauen wir uns an? Was ziehen wir uns rein auf mental-spiritueller Ebene, auf geistiger Ebene, auf seelischer Ebene? Ja? Nur Horror-News oder Sachen, die uns unseren Visionen näher bringen, die uns in die Kraft bringen? Ja? Frequenzen, ja? Öle, ätherische Öle, rausgehen in die Natur, da sein, im Hier und Jetzt sein, atmen, ja? Uns mit Menschen umgeben, die in eine gleiche Richtung gehen wie wir, die in eine gleiche Richtung denken. Jetzt gerade, Hochwasserkatastrophe in Deutschland, viele Menschen leiden, ja? Die Politik schläft, ja? Und die Menschen organisieren sich und die Menschen fahren dorthin und die Menschen sammeln Essen, die Menschen sammeln Hilfsgüter, bringen die dorthin, während die Politik noch schläft und überlegt und sind die Menschen schon vor Ort und leisten Hilfe, ja, sind einfach da, wundervoll. Und das meint auch dieses Sonneprinzip, Löwe-Prinzip, in der Kraft sein, handeln. Für das Gute, nicht im Negativen. All diese Prinzipien können wir auch im Negativen leben. Ja? Selbstüberschätzung, Baden im eigenen Ego, Inflation des Ego. Ja? Geld einsacken, aber nichts machen, was die Menschen weiterbringt, was den Menschen hilft. Nur an sich denken, nur an den eigenen Fortbestand des Systems denken, koste es, was es wolle, auch wenn längst die Zeit reif ist, ja? Auch wenn es längst darum geht, etwas Neues zu kreieren, wenn das Alte längst in den letzten Zügen ist, geht es darum, etwas Neues aufzubauen. Ne? Zu unseren Werten zu stehen, unser Leben zu leben und auf unsere Intuition zu hören, ja? Dem nachzugehen, was uns lebendig macht, aufzustehen und für etwas zu gehen, was in uns ein Feuer entfacht, ne? Und nicht dahin zu vegetieren und Dinge aufrechtzuerhalten, die schon lange losgelassen werden sollten, die eigentlich schon tot sind, aber die noch irgendwas abwerfen und was man dann noch abschöpfen will. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, ihr konntet diese Punkte verstehen, die ich rüberbringen wollte. Ich freue mich total über ein Like, ein Kommentar von dir, wenn dir dieses Video geholfen hat, dass du es teilst, dass du meinen Kanal abonnierst. Und ich freue mich, dass du hier dabei bist, dass du ein Mensch bist, davon gehe ich aus, der auch in die Selbstermächtigung gehen will, der über die Selbstliebe der Allgemeinheit den Menschen dienen möchte und den Wesenheiten hier auf diesem Planeten, die etwas Gutes im Sinn haben und die in die Transformation gehen und die erreichen möchten, dass wir hier auf eine neue Stufe kommen. Ich wünsche dir alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Aloha und Namaste.